Aber wir müssen auch mal wieder reinhauen. Läuft jetzt übrigens wieder flüssiger, die Aufnahme, weil Optifine hat eine neue Version da oben. Ja, genau, wenn ich F3 drücke, gehen die FPS immer runter. Naja, im Durchschnitt habe ich 30 jetzt. Oder, naja, ich kaufe mir nach Weihnachten eh einen neuen Prozessor und irgendwann auch neuen Arbeitsspeicher, wofür ich erstmal ein 64-Bit-System bräuchte. Wie gesagt, an meinem System ist nur die Grafikkarte einigermaßen in Ordnung. So. Prozessor wird auf jeden Fall das nächste sein. Dann rüste ich von 2 Kernen mal auf 6 um. Das ist ja auch nicht schlecht. Motherboard ist da auch passend bei mir. Oder Mainboard, was auch immer man sagen will. Da habe ich den richtigen Slot. Uah, ich baue das mal hier eben zu. Eigentlich hätte ich da 2 tief zubauen sollen. Also mit einer Zweier-Ebene, aber so weit habe ich gerade nicht gedacht. Weil ich bestimmt noch einen tiefer muss. Obwohl, nee, eigentlich, das hier ist ja die sozusagen letzte Ebene vom Feld, oder? Nee, warte, ich glaube, ich muss sogar noch 2 tiefer. Werden wir sehen. Ich meine, wir haben jetzt in, weiß ich nicht, 5 Minuten oder so hier eine rausgehauen. Das können wir uns ja mal leisten, oder? Und ich freue mich auch immer in dieser Jahreszeit jetzt, die mag ich eigentlich am wenigsten. Aber ich freue mich in der Jahreszeit, und das ist das einzig Gute, ich freue mich auf den Advent, weil Advent ist echt zusammen mit Sommer, obwohl man das nicht wirklich vergleichen kann, aber Advent mag ich. Wenn dann alles so weihnachtlich anfängt, Tannenbaum holen und so. Ich glaube, ich sollte gleich mal kurz rübergehen, schlafen. Wir machen das ja immer noch fachmännisch, wir gehen in eine Weihnachtsbaumsiedlung und gehen uns da selber einen Baum, der uns am besten gefällt, umhacken, also fällen, ne? Das machen wir immer mit der ganzen Verwandtschaft, machen wir dann, das ist so ein richtiger Tagesausflug, da ist dann auch mal Lagerfeuer und so. Und ja, das mag ich halt, und dann bleibt der 2 Tage zu Hause erstmal draußen im Garten in einem Topf stehen, dass der nicht verwelkt. Verwelkt sagt man eigentlich bei Blumen, dass er nicht vertrocknet. Und dann so am 22. ungefähr, Dezember natürlich, wird dann geschmückt, und da machen wir dann immer schön lecker Schokoladenfondue und oh, das ist echt, oh, das ist echt geil. Weihnachtszeit ist die beste. Weihnachten ist dann aber dafür immer viel zu schnell um, dafür, dass es so gut ist. Geh doch weg. Ach ja, übrigens ist ein neues Update draußen. 1.4.5 jetzt. Nicht mehr 1.4.4, sondern 1.4.5, und die sollen angeblich die Bugs, die immer noch nicht gefixt wurden, jetzt gefixt haben. Und jetzt gerade Monster und so, das hat ja alles funktioniert, die zu killen. Keine irgendwelche Server-Bugs, dass die auf einmal im Boden stecken oder so. Ja, ich hoffe mal, dass das jetzt alles in Ordnung ist. So. Und ich muss mir auch noch überlegen, obwohl da noch relativ viel Zeit hin ist. Im Sommer nächsten Jahres bin ich irgendwie vom 22.04. bis zum 8.05., genau so war das, bin ich Praktikum, weil ich bin ja hier gerade 9. Klasse, und da ist jetzt alles mit alles mögliche Berufswahltest und sowas, was man dann später machen möchte. Und ja, da bin ich halt Praktikum. 2 Wochen, 12 Tage, also, ne? Die Wochen sind da in 5 Tage gerechnet, und ja. Und dann, was ich jetzt sagen wollte, muss ich halt gucken, wie ich das da mit den Videos regel. Ich will keine auslassen. Ich gucke, dass ich es schaffe. Wenn ich Glück habe, habe ich momentan, oder ich versuche, dass ich zu dem Zeitpunkt nur 2 Projekte am Laufen habe, weil 3 wird, glaube ich, knapp. Ich meine, man ist davon morgens ganz normal, wie Schulzeit, glaube ein Stündchen oder so später, noch nicht mal. Ich glaube, ganz normal 6 Uhr aufstehen, tue ich auf jeden Fall, um in die Schule zu kommen. Ich will ja morgens auch nicht direkt aufstehen nach zur Schule, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Da ist man halt morgens, geht man los und ist abends, oder eher gesagt Nachmittag, 16, 17 Uhr, bin ich wieder da.
Was heißt, ich arbeite so lang? Das darf ich ja noch nicht mal wegen Jugendschutzgerecht, aber da jemand aus der Verwandtschaft mich da hinfährt und auch wieder zurücknimmt, muss ich da halt immer warten und kann da schon mal Praktikumsmappe und so schreiben. Und dann, deswegen bin ich erst 16, 17 ungefähr zurück und dann noch 3 Videos rendern und hochladen. Ich meine, wenn das jetzt 2D-Spiele sind, wie Deponia zum Beispiel, ist easy, weil die sind nach dem Render nur noch 50 MB groß und sind in 10 Minuten hochgeladen. Aber Minecraft ist da schon so 300 bis 600 MB groß, je nachdem. Da merkt man auch richtig, wenn ich die ganze Zeit in der Höhle war, in der Folge, ist die knapp nur 300 MB groß. Aber wenn ich draußen war und es geregnet hat, musste er den ganzen Regen damit ja mitrendern natürlich. Und dann ist die Folge auf einmal 500, 600 MB groß. Und der Rekord, den ich hatte, war irgendwie eine Minecraft-Folge, die 1,7 GB oder so groß war. Ich weiß auch nicht wirklich warum. Naja. Auf jeden Fall, wenn ich da dann 2 Projekte am Laufen habe, werde ich es wahrscheinlich schaffen, die Folgen rauszuhauen. Und wenn nicht, mit einem Video täglich könnt ihr auf jeden Fall immer von mir rechnen. Das wird sich so schnell nicht ändern. Und sonst, wenn ich halt nicht Praktikum bin, lade ich 2 Tage im Voraus die Videos hoch, also kann ich auch meinen auslassen. Ihr bekommt täglich 3 Videos momentan von mir. Deponia neigt sich, glaube ich, langsam dem Ende, weiß ich aber nicht genau. Ich kenne das Spiel schließlich nicht. Da waren schon 2 Fake-Enden, da habe ich mich ja auch ein bisschen verarscht gefühlt. Naja, ich bin froh, dass das Spiel so lang ist. Allgemein Spiele, die lang sind, mag ich, ist ja irgendwie logisch. Warte, hier kann ich... Und das ist dann das Feld, ne? Genau. Das heißt, wenn wir hier jetzt noch durchbuddeln, dann haben wir es. Ha, genau. Jetzt müssen wir hier noch bis zum Ende vom Feld. Da wird ja logischerweise kommt dann Sonnenlicht, oder? Wenn mein Vorstellungsvermögen hier gerade ausreichend ist, müsste gleich Sonnenlicht kommen. Ah, haha. Ja. Ich weiß. Zack. Okay. Habe ich da gerade ein Viech gesehen? Oder gehört? Ich höre doch eine Spinne oder so. Ach, keine Ahnung. Hier ist Ende, dann mache ich mal bis hier. Boah, die Schippe, ne? Boah, jetzt habe ich gerade eine ganze Menge erzählt und jetzt fällt mir schon wieder kein Thema ein. Verdammt! Ich fände es so geil, wenn das hier live wäre und ein paar mehr Zuschauer hätte. Ich... Wird so feiern, wenn ihr mir dann Themen vorschlagen könnt und allgemein, wenn ich gerade im Zocken bin, mit mir schreiben könnt oder Livestreams machen, aber das bringt alles noch nichts auf meinem 40 Abonnentenstand. Yeah! Das hätte ich bedenken sollen, weil das ist ja hier der Abfluss. Okay, dann können wir da nur einen runter weg machen. So. Und hier können wir wieder ganz normal. Ich glaube, ich werde hier unten alles aus Clean Stone machen, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, das war Fail. Obwohl, ja, das war Fail. Dann machen wir wieder zu und das auch und bis hier wollte ich buddeln. Genau. Boah, dann haben wir das ja schon bald. Boah, das ging jetzt aber schnell. Ich glaube, wir sind gerade in der 2. Folge von der Aufnahme und haben hier gleich schon den ganzen Raum ausgehöhlt. Unsere Spitzhacke kriegt nicht wirklich viel Schaden, die ist geil. Die Spitzhacke ist geil. Für alle, die nicht kennen, hier. Ich meine, ich habe nichts auf Level 4 drauf, so wie hier jetzt. Ach du Scheiße. Aber das reicht. Wer will einen Faden? Ich will die ganzen Steine haben. Mann, versucht er mir hier einen Faden anzudrehen. Ah, jetzt habe ich auch schon wieder den Faden verloren. Ha, 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 ha. Warte, hier rechts neben uns ist jetzt wieder der Ablauf, oder? Ja. Also können wir hier wieder nur die Reihe. Ja. Was? Nein. So. Will der mir schon wieder den Faden andrehen, ey? Ich glaube, es geht langsam zu weit. So, bis wo jetzt? Bis hier genau. Ja? Ja. Dann wieder hier in die Seite rennen. Ich könnte ja mal Licht machen, dass ihr was seht. Und dass uns nicht vielleicht irgendwann ein Monster überrascht.
Ach du Scheiße. Da haben wir jetzt gerade ja einen ziemlich großen Raum erschaffen, möchte ich sagen. Ist doch schon ziemlich imposant, wenn der nachher fertig ist. Und alles aus einheitlichem Blöcken. Ich weiß noch nicht, was ich da nehme. Cleanstone oder Cobblestone auf jeden Fall. Oder Pflasterstein. Ich möchte mir angewöhnen, das Deutsche zu sagen. Möchte ich ja seit Folge 1. Und ja, einigermaßen habe ich es auch schon gelernt. Ups. So, wenn wir jetzt alles aus diesem Stein hier machen wollen würden, müssten wir nochmal links, also alle Seiten und den Boden rausreißen. Und dann könnten wir es machen, aber ich glaube, da habt ihr gerade genauso wenig Bock drauf wie ich, oder? Nee. Komm, scheiß doch drauf. Dann haben wir wenigstens direkt fertig und hängen nicht an 10.000 Baustellen rum. So. Jetzt kann ich die Steine schon wieder nicht mitnehmen. Mann! Spinnenauge brauche ich genauso wenig. Die wollen mir alles Zeug von Spinnen hier andrehen, ey. Die spinnen doch. Ich lasse hier mal gerade Licht aus. Weil ich die Fackel gerade nicht mitnehmen kann. So. Zack. Ach, dieses Loch hier ist ja nicht so pralle. Ach, hier fehlt noch eine ganze Reihe. Haben wir da denn schon? Werden wir gleich sehen. Ups. Die ist aber auch schnell. Oh. Da, die ist schnell. Dahin. Nee, und dahin. Und hierhin nicht. Doch. Ja, sind die auch alle soweit, ne? Ja. Mein Gott. Ich würde ja mal sagen, hierhin. Und hierhin. Ja. Ach, jetzt sind da auch die ganzen Fackeln weg. Ach, sehr schön. Können wir jetzt runtergehen und wir hätten 60 Fackeln. Aber ich meine, bei Fackeln muss man nicht geizen. Das sind, glaube ich, wirklich die Items, die jeder Minecraft-Survival-Spieler, also jemand, der nicht dauernd im Creative rumhängt, also jemand, der Geduld hat und Minecraft vernünftig spielt, naja, egal, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, der benutzt, glaube ich, Fackeln wirklich mit am meisten. Als Item halt. Das meistgesehenste Item im Inventar. Es ist so dunkel hier, ich hoffe, ihr seht was auf jeden Fall. Ja, sehen werdet ihr was, aber wird sich rausstellen, wie viel. Na, was denn für ein Scheiß soll ich jetzt wegschmeißen? So. Oder ich fange gleich schon mal an, hier alles Mögliche wieder mit Pflasterstein zuzuklatschen. Dann verlieren wir ja auch schon mal ein paar Plätze aus dem Inventar. Sobald das Deck jetzt voll ist. Muss auch noch gucken, wie ich hier gleich überhaupt wieder rauskomme. Vielleicht eine riesige Treppe machen. Eine riesige. Ich könnte hier eigentlich mit der Spitzhacke komplett durchbrechen. Also auch hier so, Erde. Aber wenn das hier mal so ein Einzelner ist, kann man sich das ja erlauben. Sonst ist das ein bisschen Spitzhackenverschwendung, meiner Meinung nach. Obwohl man jetzt schon merkt, dass die Damage kriegt. Aber wir bauen hier schließlich auch eine ganze Menge ab. Eisenspitzhacken wären wir schon locker bei der 6. oder so. Diamant und Haltbarkeit ist halt schon gut. Aber wie gesagt, weiß nicht, ob ich das überhaupt gesagt habe, ich möchte nicht sehr viel Diamanten verschwenden momentan, weil ich eh gerade ein gutes Startkapital habe und damit gerne auf Rüstungen sparen würde und dann irgendwann in The End gehen. Müssen wir uns nur noch ein Dingensportal suchen. Das eine, was wir mal gefunden hatten, dürfte ja eigentlich nicht mehr da sein, oder? Ich habe ja die Welt umgepflanzt. Und wenn, hätte ich das eh nicht mehr wiedergefunden. Ich weiß nicht mal mehr, welche Höhle das war. Naja, die sind nicht so schwer zu finden. Enderperlen kriegt man schnell, dann müssen wir halt eins suchen. Oder wieder durch Zufall eins finden. So, ich fange jetzt mal kurz hier an. Die Wände brauchen wir übrigens nicht nochmal rausreißen. Da werde ich einfach einen noch vorbauen.
der Raum hat ist ja nicht so, als würden wir hier in Platz Probleme. Boah, jetzt wollte ich einen Satz machen und das hat nicht geklappt. Ich glaube, ich bleibe hier mal gerade drin in der Nacht.